Die Schriftrollen vom Qumran, englisch besser The Dead Sea Scrolls, die Schriftrollen vom Toten Meer. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz Ihnen zeigen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Sie können hier eine Karte aus Google Maps sehen. Und auf dieser Karte erkennt man hoffentlich relativ klar das Mittelmeer hier auf der linken Seite und im Zentrum des Bildes das Tote Meer. Und oben, wo dieser rote Punkt ist, dort befindet sich Qumran, also relativ nördlich am Toten Meer. Gar nicht so weit weg von Jerusalem. Und vor allem ist Qumran auch nicht allzu weit weg von der Mündung des Jordan in das Tote Meer. Was zu gewissen Überlegungen geführt hat, ob Johannes der Täufer, der in dieser Gegend gewirkt hat, möglicherweise mit Qumran etwas zu tun haben könnte. Ich werde nachher erklären, warum ich das für relativ unwahrscheinlich halte. Wenn wir weiterschauen, dann habe ich hier einige Bilder, die gemeinfrei von Wikimedia zur Verfügung gestellt werden. Und Sie sehen diese berühmten Mergelfelsen und erkennen in diesen Felsen die berühmten Höhlen. 1948 hat ein Beduinenjunge dort eine Ziegenherde hingetrieben. Und eine dieser Ziegen ist ihm verloren gegangen. Und dem Bericht nach, den wir haben, hat er auf der Suche nach dieser Ziege einen Stein in eine solche Höhle geworfen und hat es klirren gehört. Er ist dann nachschauen gegangen und hat dann mit anderen Beduinen festgestellt, dass er eine große Tonvase getroffen hat. Die hat er geöffnet und fand dort etwas drin, was ihm persönlich sehr enttäuschend vorgekommen ist. Etwas wie Lederfetzen, mit denen er nicht wirklich etwas anfangen konnte. Diese Lederfetzen sind dann auf einem Flohmarkt gelandet und sind dort mehr oder weniger zufällig von einem amerikanischen Archäologen entdeckt worden. So beginnt diese lange und spannende Geschichte der Entdeckung der Schriftrollen von Qumran. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann werden wir sehen, dass es in diesen Felsformationen eben etliche solche Höhlen gegeben hat. Und allein in Qumran hat man in 11 von diesen Höhlen Texte gefunden. Das sind Handschriften in verschiedenen Sprachen, überwiegend Hebräisch, aber auch Aramäisch, aber auch Griechisch, aber auch Nabatäisch. Und sehr, sehr viele dieser Texte gehören zu den ältesten Handschriften der Bibel, über die wir verfügen. Und dazu gibt es noch eine Fülle von weiteren religiösen Texten, von denen man schon gehört hat, beziehungsweise Texte, die vollkommen unbekannt und neu waren und mit der Gemeinschaft von Qumran ursächlich zusammenhängen. In diese Texte wollen wir gleich miteinander einen Blick hineinwerfen. Noch einmal zurück zu Google Maps. Wir blicken jetzt von oben auf Qumran, auf diesen Fundort, und im Umkreis dieses Fundortes befinden sich eben die zahlreichen Höhlen. In vielen Höhlen hat man gar nichts gefunden, aber eben in 11 von diesen Höhlen hat man entsprechende Schriftrollen entdeckt. Die Höhlen selber spielen bei der Bezeichnung dieser Rollen eine ganz zentral wichtige Rolle. Und ich fange einfach mal an mit 1QPHAP. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich, das ist eine Schriftrolle aus der ersten Höhle von Qumran. Das hat etwas mit dem Buch Habakuk zu tun, also einem Buch aus dem 12-Propheten-Buch der Bibel. Nicht nur ein Clown im ORF, sondern ein sehr schwer verständliches prophetisches Buch aus dem 12-Propheten-Buch. Und das P steht für Pescher. Es handelt sich um einen Pescher zum Buch Habakuk. Was Pescher bedeutet, kann man relativ einfach erklären. Immer wieder in diesem Kommentar zum Buch Habakuk steht die hebräische Formulierung Pischro. Seine Bedeutung ist oder seine Deutung ist. Und dieser Pescher ist folgendermaßen aufgebaut. Es kommt immer eine kontinuierliche Lesung des Habakuk-Buches, das Vers für Vers kommentiert wird.
Und nach jedem Bibelvers kommt dieses Pischro, eine Erklärung der eigentlichen Bedeutung des Buches Habakuk. Und das würde ich mir gerne mit Ihnen jetzt näher einmal anschauen. Die israelische Altertumsverwaltung hat hochauflösliche Fotografien dieser Pescharim und auch der anderen Handschriften vom Toten Meer online gestellt. Sie sehen hier, dass ich mir doch diesen Screenshot besorgt habe. Und Sie können hier relativ gut die Handschrift erkennen. Sie ist in der Mitte hier in diesem Kasten angegeben. Ganz unten auf der Leiste sehen Sie die vollständige Schriftrolle, die in insgesamt 14 Einheiten zerfällt. Dazu werden wir gleich näher kommen. Wir blicken jetzt auf die Reihen 9, 10 und 11. Das kann man dort unten immer sehr, sehr schön nachvollziehen. Das Ganze etwas vergrößert. Wir sind jetzt am Anfang der Schriftrolle, also in den Kolumnen 1, 2 und 3. Sie können vielleicht erkennen, dass die Schrift relativ gut lesbar ist, dass aber zum Beispiel die zweite Kolumne zerstört ist in der Mitte, dass der untere Rand vollständig fehlt in all diesen Teilen und dass die erste Reihe, die hier geschrieben worden ist, äußerst lückenhaft nur erhalten ist. Bedenken Sie aber bitte das Alter dieses Textes, der ist über 2000 Jahre alt und dafür befindet er sich eigentlich in einer erstaunlich guten Verfassung. Diese erste Spalte, die wir hier gerade gesehen haben, kann man wiedergeben als 1 Kupe Hab 1, also erste Höhle von Qumran, Pescher Habakuk, Spalte 1. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie dieser Text hier dargestellt wird. Bevor wir in den Text selbst hineinschauen, noch ein paar Beobachtungen zu der Schriftrolle selber. Wir gehen jetzt hier in die Schriftreihen 6 und 7. Das können Sie hier unten relativ gut erkennen. Und wenn wir uns diese Schriftrolle ein wenig im Detail anschauen, dann sind ein paar Punkte interessant und auffällig. Erstens erkennt man auf der linken Seite, dass hier zusammengenäht worden ist. Das Ganze wird also auf Tierhaut, auf Pergament verfertigt und dieses Leder wird hier von den Schreibern zusammengenäht. Normalerweise sollte man die Naht natürlich nicht sehen. Aufgrund des hohen Alters der Schriftrolle ist die Naht hier ein wenig aufgeplatzt und man kann erkennen, wie es zu dieser doch sehr, sehr langen Schriftrolle gekommen ist. Natürlich gibt es deutlich längere Schriftrollen in Qumran. Die längste ist die berühmte Jesaja-Rolle. Dann können Sie hier von mir hervorgehoben erkennen, dass der Schreiber sich verschrieben hat und nachträglich Korrekturen in den Text eingefügt hat. Das ist ein sehr, sehr sicheres Indiz dafür, dass wir es nicht mit einem reinen biblischen Text zu tun haben. Wäre dem Schreiber beim Kopieren eines Bibeltextes, zum Beispiel aus der Tora oder einem anderen Prophetenbuch, dieser Fehler passiert, dann wäre es undenkbar gewesen, dass er nachträglich eine solche Korrektur vornimmt. Er hätte dann eigentlich alles weglöschen müssen, was er schon geschrieben hat, und noch einmal von vorne beginnen müssen. Wir haben absolute Prachtexemplare von Schriftrollen gefunden im Qumran und dort werden Sie keinen einzigen Fehler finden. Ein letzter Blick, man erkennt relativ gut die hebräische Quadratschrift, die man relativ gut lesen kann, wenn man das hebräische Alphabet gelernt hat. Aber es gibt in dieser hebräischen Quadratschrift zwei Auffälligkeiten, die ich hier hervorgehoben habe. Auf einmal ändert sich die Schriftart ins Althebräische. Das ist ein wenig so, wie wenn Sie in einem heutigen modernen Text auf einmal Worte in Frakturschrift abgedruckt finden würden. Es handelt sich hier um den heiligen Gottesnamen, das JHWH.
Und dieser Gottesname wird vom Schreiber auf diese Art und Weise hervorgehoben, um eben zu verhindern, dass der Name beim Lesen versehentlich ausgesprochen werden wird. Das ist ein Spezifikum der Handschriften vom Toten Meer, die sehr, sehr gerne das Tetragramm, also den heiligen Gottesnamen aus vier Buchstaben, auf diese Art und Weise hier wiedergeben. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen kurz einen Blick in den Text selber werfen und ich habe Ihnen hier mal aus 1 Coupé Habakuk die Spalte 4 übersetzt. Und der Text ist auf den ersten Blick nicht sehr eingängig. Mir geht es einfach auch darum zu verstehen, was hier einfach passiert. Hier steht, wird er verspotten und Fürsten werden ihm zum Gelächter. Das ist von mir kursiv geschrieben und wenn ich nach unten scrolle, dann habe ich hier als Literaturangabe, das ist ein Zitat aus Habakuk, Kapitel 1, Vers 10. Diese Verseinteilung ist natürlich in der Antike noch nicht gegeben und die Kapiteleinteilung auch noch nicht, aber wir würden diesen Vers heute so identifizieren. Es kommt dann ein Abstand im Text und dann kommt dieses berühmte Pishro. Seine Deutung ist, und das ist doppeldeutig, das kann heißen, die Bedeutung dieses Textes ist, oder es kann heißen, die Deutung einer bestimmten religiösen Autorität über diesen Text ist folgende. Ja, das ist im Hebräischen doppeldeutig. Seine Deutung ist, dass sie sich lustig machen werden über die Großen und verachten die Geehrten. Könige und Fürsten spotten sie aus und sie verspotten ein großes Volk. Also, der Pescher sagt, dieser merkwürdige Vers aus Habakuk bezieht sich auf eine konkrete Entität, sie, die sich über Könige und Große und so weiter lustig machen. Und die Frage ist, wer sind die und wer ist das große Volk, das sie verspotten? Es geht dann weiter mit Habakuk, hier kursiv geschrieben, und er, über alle Festungen wird er lachen und er wird Erde aufwerfen und wird sie einnehmen. Pishro, seine Deutung, bezieht sich auf die Herrschaft der Kittim. Die verachten die Festungen der Völker und mit Hohn über sie lachen. Mit viel Volk werden sie sie umringen, um sie zu erobern. Und unter Schrecken und Furcht werden sie gegeben in ihre Hand und sie reißen sie nieder, wegen der Sünden der Bewohner in ihnen. Also diejenigen, von denen Habakuk spricht, sind die Kittim. Aber wer sind die Kittim? Bleiben wir im Text. Dann wechselt der Wind und zieht weiter und schuldig wird dieser, er wird seine Kraft machen zu seinem Gott. Wieder ein Abstand und dann Pishro, seine Deutung, bezieht sich auf die Herrschaft der Kittim, die auf den Rat des Hauses der Schuldbeladenen weiterziehen werden, der eine vor dem anderen her. Ihre Herrscher, dieser nach jenem, werden kommen, um zu verderben das Land. Also die Kittim sind mit einem Haus der Schuldbeladenen verbündet und sie kommen, um das Land zu verderben. Wir wissen jetzt immer noch nicht, wer die Kittim sind, aber das wird dann relativ eindeutig in der Spalte 6, die ich hier übersetzt habe. Die Kittim und sie werden hinzufügen Reichtümer mit all ihrer Beute wie die Fische des Meeres. Und das gesagt wird, Doppelpunkt, und jetzt kommt wieder ein Zitat aus Habakuk, deshalb wird er opfern seinem Garn und Rauchopfer darbringen seinem Netz. Pishro, was bedeutet das? Dass sie Schlachtopfer darbringen ihren Feldzeichen und die Geräte ihres Kampfes, sie sind Gegenstand ihrer Ehrfurcht. Damit ist ziemlich klar und eindeutig, wer diese Kittim sind, von der der Prophet Habakuk hier nach Meinung des Pescher spricht. In Wien haben wir ebenfalls ganz in der Nähe des Stephansplatzes eine Stelle, wo Feldzeichen kultisch verehrt worden sind, nämlich die Feldzeichen der römischen Legionen, die in Vindobona stationiert waren. Das ist eine klassische Eigenschaft des römischen Heeres.
Kittim ist also Deckname für die Römer. Die Römer kommen, sie lachen über die Befestigungen im Land, sie schütten Wälle auf, um diese Befestigungen zu erobern, und sie sind verbündet mit bösen Menschen im Land Israel selbst, die letzten Endes, so wie die Schuld des Volkes, Ursache für die Verheerungen sind, die die römischen Legionen hier hervorrufen. Und dann kommt in der Spalte 8, und dieser Text ist jetzt bei denen, die sich mit Qumran und der Bibeldeutung von Qumran befassen, legendär geworden. Hier kommt jetzt eine ganz entscheidende Erklärung. Gott sprach zu Habakuk, aufzuschreiben das Kommende über, und dann macht der Schreiber einen Fehler, er schreibt das Wort über zweimal, das kommende Geschlecht. Das Aufhören der Zeit hat Gott den Habakuk nicht wissen lassen. Und das gesagt wird, damit er ein geläufig Lesender sein wird daraus, wieder ein Zitat aus Habakuk. Pischro, seine Deutung, bezieht sich auf den Lehrer der Gerechtigkeit, dass ihn hat wissen lassen Gott die ganzen Geheimnisse der Worte seiner Diener, der Propheten. Was der Pescher sagt, es gibt eine religiöse Autorität für die Gemeinschaft von Qumran, das ist der Lehrer der Gerechtigkeit. Und der Lehrer der Gerechtigkeit ist der Einzige, der eigentlich in der Lage ist, das volle Sinnpotenzial der Reden des Propheten Habakuk hier zu verstehen. In seiner Zeit, in der Endzeit, wenn der Lehrer der Gerechtigkeit auftritt, wird auf einmal klar werden, wovon die alttestamentlichen Propheten eigentlich gesprochen haben, nämlich über ihn und seine Lehre. Das ist sehr, sehr interessant, weil wir ein absolut ähnliches Phänomen im frühen Christentum finden werden, wo genau dieselbe Deutung alttestamentlicher Bibeltexte ebenfalls vorgetragen wird. Und diese Deutung funktioniert dann so: Derjenige, auf den sich diese Texte beziehen, und derjenige, der eigentlich erst in der Lage ist, ihr volles Sinnpotenzial erschöpfend auszulegen, das ist Jesus. Jesus ist quasi der Lehrer der Gerechtigkeit im Christentum. Und wir haben hier eine ganz verblüffende Parallele in der Herangehensweise an die prophetischen Texte des Ersten Testamentes, die wir eben nicht nur im frühen Christentum finden, sondern schon etliche Jahrzehnte früher in dieser Gemeinschaft vom Toten Meer, dem Yachad der Gemeinschaft, wie sich diese Leute hier selber bezeichnet haben, die sich übrigens selber auch als wahren Tempel sehen, der aus lebenden Steinen gebaut ist. Ein Bild, das ihnen dann im ersten Petrusbrief im Neuen Testament wieder begegnet. Allein diese Parallelen, die wir hier haben, machen es unglaublich spannend, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen, um den geistesgeschichtlichen und religiösen Hintergrund des Urchristentums der damaligen Zeit besser zu verstehen. Und damit sind wir sozusagen schon bei der Bedeutung dieser Texte vom Toten Meer angekommen. Sie lassen uns verstehen, dass das Judentum zur damaligen Zeit viel vielfältiger ist, als wir es nur aus den Kenntnissen der Schriften des Neuen Testamentes vermuten würden. Dass es sehr viele Vorstellungen gibt, die im Neuen Testament prominent vertreten sind, die auch in anderen Glaubensausprägungen und Lebensausprägungen des Judentums vertreten worden sind. Und wir sehen vor allem die unglaublich hohe Verehrung, Bewunderung und Auslegung der Heiligen Schriften Israels, wie wir sie hier in der Gemeinschaft am Toten Meer vorfinden. Entschuldigung. Schauen wir ein wenig weiter. Ich habe Ihnen hier noch eine weitere Handschrift mitgebracht, einen Auszug aus einer Handschrift. Sie können mittlerweile selber erkennen, um was für eine Handschrift es sich handelt. 4Q Kohelet A. Es handelt sich also um eine Handschrift des Buches Kohelet aus der Fürchtenhöhle von Qumran. Dass die mit A bezeichnet ist, bedeutet, es gibt auch noch eine mit B bezeichnete. Also Kohelet ist in mehrfachen Abschriften hier überliefert worden.
Diese Handschrift dürfte zwischen 175 und 150 vor Christus entstanden sein. Das Problem ist, diese Datierung ist paläographisch, also sie beruht auf der Handschrift. Man schaut sich die Charakteristika der Handschrift an und versucht dann durch Vergleich mit anderen Texten aus der Zeit die Zeit hier zu datieren. Das ist ehrlich gesagt nicht so präzise, wie wir uns das wünschen würden. Aber ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir es hier mit einer Kohelet-Handschrift aus dem 2. Jahrhundert vor Christus zu tun haben. Und das ist ja schon mal ziemlich beeindruckend. Ich habe den Text einfach mal transkribiert und habe sozusagen abgeschrieben, was sich hier auf dieser Schriftrolle befindet. So würde das in der heutigen hebräischen Quadratschrift ausschauen. Was hier fehlt, und das ist, glaube ich, jetzt mal ganz wichtig, dass man das mal zur Kenntnis nimmt: Wir haben hier keine Vokalisierung. Also diese ganzen textkritischen Zeichen, diese Pünktchen und Häkchen in dem Text, die den Text eindeutig machen, die gibt es zur Zeit der Abfassung dieser Kopie noch nicht. Das wird erst Jahrhunderte später in Israel entstehen. Da wird es mehrere unterschiedliche Systeme geben, von denen sich eins dann mehr oder weniger durchsetzt. Das System, was Sie hier gerade sehen, was in Tiberias entwickelt wird. Und wenn Sie heute in eine Ausgabe der hebräischen Bibel schauen, dann haben Sie ganz selbstverständlich diese Vokalisierungen drin. Aber die sind, und das ist jetzt, glaube ich, noch einmal sehr schön an dieser Handschrift zu beobachten, nachträgliche Interpretationen und gehören nicht zum ursprünglichen Text dazu. Ich habe das Ganze mal übersetzt, relativ wörtlich. Lassen Sie sich davon nicht verdrießen. Kohelet ist ein extrem schwer zu verstehender Text. Die Übersetzung von Norbert Lofink, die Sie heute in der revidierten Einheitsübersetzung finden, hat sich sehr bemüht, das verständlicher und in ein besseres Deutsch zu kleiden und trotzdem bei den ursprünglichen Aussagen des Textes zu bleiben. Das ist schwierig. Ein sehr düsteres Wort eigentlich. Besser ist die Fehlgeburt dran als er. Gemeint ist der Mensch, denn sie kam in Nichtigkeit und im Dunkeln und ihr Namen ist im Dunkeln geblieben. Dieser Text ist verloren gegangen. Auch die Sonne sieht sie nicht und sie weiß nicht, dass sie mehr Ruhe empfindet als dieser. Alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund und auch die Seele wird nicht satt finden. Wie viel hat der Weise dem Toren voraus? Das ist dieses klassische, skeptische Reflektieren des Kohelet über die Weisheit. Und ich habe das Ganze hier noch einmal hervorgehoben. Natürlich sind die Kapitel- und Verseinteilungen ebenfalls nicht ursprünglich, sondern werden erst weit über 1000 Jahre nach dieser Handschrift dann in den Text eingetragen werden. Also, wir haben bei den Bibelhandschriften vom Toten Meer keine Verseinteilungen, wir haben keine Vokalisierungen, wir haben, und das ist vielleicht noch wichtiger, keine Satzzeichen. Und Sie wissen selbst, dass Sie am Ende eines Satzes ein Anführungszeichen oder ein Fragezeichen, wenn Sie das setzen, dass Sie die Bedeutung eines Satzes völlig verändern können. Es gibt wichtige Beispiele, zum Beispiel aus dem Propheten Ezechiel, wo das eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ist das ein Fragesatz oder ist das ein Satz mit einem Ausrufezeichen? Was wir haben, ist das Konsonantenkontinuum des hebräischen Textes. Werfen wir noch ganz kurz einen Blick in die Sensationsabteilung, bevor ich abschließend noch darüber rede, was haben Bibliker eigentlich davon, dass sie diese alten Handschriften zur Verfügung haben. Eine dieser sensationellen Geschichten lautet, und das ist sehr populär gemacht worden von Carsten Peter Tiede, der behauptet hat, aufgrund der Vorarbeiten eines italienischen Kollegen, man hätte in Qumran Fragmente des griechischen Markus-Evangeliums gefunden. Und ich habe Ihnen ein Bild dieses Textes mitgebracht, dieses Textsplitters. Das schaut jetzt relativ groß aus. Nur damit Sie hier keinen falschen Eindruck gewinnen,
Dieser Text ist kleiner als mein Daumennagel. Es ist also wirklich ein Fragment, kleiner als eine Briefmarke. Man kann das nicht komplett auseinanderfalten, weil man das Papier damit zerstören würde. Das ist also Papyrus. Das ist nicht auf Leder geschrieben, nicht auf Pergament, sondern das ist Papyrus. Und das einzige griechische Wort, das sich eindeutig lesen lässt, hier in der zweiten Zeile, ist Kai. Und Kai heißt auf Griechisch und. In jeder Sprache, besonders im Griechischen, ein ziemlich seltenes Wort, wie wir alle wissen werden. Faktum ist, wenn das wirklich ein Zitat aus dem Markus-Evangelium sein sollte, dann muss man für diesen winzigen Abschnitt, den wir hier vorgefunden haben, mehrere Rechtschreibfehler des Schreibers annehmen. Es gibt überhaupt keinen zwingenden Grund, davon auszugehen, dass das wirklich ein Text aus dem Markus-Evangelium ist. Die überwältigende Mehrheit aller Forscher zu den Handschriften vom Toten Meer lehnt diese Identifizierung ab. Und die Thesen von Tiede und anderen werden wirklich nur von einer kleinen Minderheit geteilt. Es hat sich sozusagen diese These hier nicht bestätigt. Und diesem Kai, diesem Und, ein derartiges Gewicht umzuhängen, das gibt der Text hier einfach nicht her. Falls Sie die Aussage von mir schon einmal gehört haben, bitte ich Sie um Entschuldigung, aber mir kommt das vor, als wenn ich an einem Reißnagel einen vollgetankten LKW aufhängen möchte. Was dazu kommt, und das ist jetzt, glaube ich, die entscheidende Aussage im Kontext vieler Verschwörungsmythen, die sich um die Schriftfunde vom Toten Meer ranken: folgende Namen finden sich in allen Texten vom Toten Meer niemals, sie kommen dort einfach nicht vor, nämlich der Name Jesus, also gemeint ist Jesus von Nazareth, auch Johannes der Täufer wird dort nicht genannt und auch Paulus selber wird in den Texten vom Toten Meer niemals erwähnt. Dazu kommt, dass die meisten Texte vom Toten Meer, die wir haben, zu einer Zeit entstanden sind, die etliche Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte vor der Zeit liegt, als die drei genannten Herren, Jesus, Johannes der Täufer und Paulus, gelebt und gewirkt haben. Die Bücher, die immer noch behaupten, es gäbe sensationelles Geheimwissen in Qumran oder in den Texten vom Toten Meer, die das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern würden, dort zu entdecken, das hat mir das Niveau von Dan Brown, das liest sich sehr gut und sehr spannend, hat aber mit der wissenschaftlichen Realität nichts zu tun und wird in der Regel von Leuten vertreten, die nicht einmal in der Lage sind, diese Texte, die ja mittlerweile alle publiziert sind, überhaupt zu lesen. Ich komme zum Schluss zu einem Beispiel. Wie hilft uns diese Bibliothek? Wie helfen uns diese Handschriften, die wirklich teilweise über 1000 Jahre älter sind als die ältesten Handschriften, die man bis dahin hatte? Wie helfen uns diese Handschriften heute, den Bibeltext besser zu verstehen? Ich werde Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Wir haben aus den Handschriften vom Toten Meer gelernt, dass es zunächst einmal mehrere Fassungen eines Bibeltextes gegeben haben kann, die nebeneinander kopiert worden sind, dass sich von diesen Fassungen letzten Endes eine durchgesetzt hat, unser heutiger masoretischer Text, dass es aber neben diesen Fassungen noch ältere andere Fassungen gibt, zum Beispiel die Vorlage der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die oft eine ältere Vorlage verwendet als der heutige masoretische Text, erstaunlicherweise. Der samaritanische Pentateuch spielt eine Rolle, auch für den gibt es Textzeugen vom Toten Meer. Und wir haben die sogenannten non-affiliated Handschriften, Handschriften, die wir keiner heute bekannten Textgruppe zuordnen können. Lassen Sie mich das ganz kurz abschließend an einem kleinen Beispiel hier erklären. Ich nehme mir hier den Psalm 139, eine wunderbare Meditation über die Geborgenheit des Menschen bei Gott, bis es am Schluss dann ziemlich jäh umbricht. Dieser Psalm,
Dieses etwas verstörende Ende wird dann im Tagzeitengebet heute ausgelassen. In Vers 14 betet der Beter nach der Einheitsübersetzung: Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke. Und wenn wir hier in den hebräischen Text hineinschauen, Odecha alki noraot nifleti, niflaim ma'azecha ve nafshi yodaat me'od. Und worauf es mir hier ankommt, ist dieses Wort, was die Einheitsübersetzung mit wunderbar übersetzt hat. Da steckt das Wort Nora drin. Ich hoffe, dass jetzt keiner, der mir hier zuhört, mit Vornamen Nora, abgeleitet von Eleonore, heißt. Wenn, tut es mir leid. Aber Nora ist ein hebräisches Wort und das heißt fürchterlich. Ja, also wenn mich heute in Israel jemand fragt, Manishma, wie geht es dir? Und ich sage Nora, dann heißt es, mir geht's furchtbar. Ja, also so wie es mir vor ein paar Tagen gegangen ist, als das Virus mich ziemlich niedergeprackt hat. Warum übersetzt dann die revidierte Einheitsübersetzung staunenswert? Wenn wir kurz auf die Übersetzung von Buber blicken, dann stellen wir fest, dass Buber natürlich viel zu gut Hebräisch konnte, um das durchgehen zu lassen. Und hier haben wir das furchtbar, das Nora von ihm dann auch in den Text hineingenommen, dass ich furchtbar bin, ausgesondert. Furchterweckend, wenn Sie so wollen. Und wenn wir dann weitergehen, dann finden wir in den alten Übersetzungen, hier in der Septuaginta, das Phoberos. Da steckt das Wort Phobos, die Furcht, drinnen. Sie kennen die Phobie, furchterregend, wunderbar. Und die lateinische Übersetzung, die Vulgata, übersetzt hier Terribiliter. Der Terror ist das, was Schrecken und Furcht hervorruft. Schauen wir einfach in die Handschrift von Qumran hinein. Hier haben wir in der 11. Höhle von Qumran eine Psalmenhandschrift, auf die ich gleich noch ganz kurz eingehen werde. Und da habe ich dann einfach die entsprechende Zeile herausgeholt und habe das Ganze hier für Sie transkribiert. Wir lesen hier ab dem zweiten Wort. Odecha alki nora ata, liest hier der Schreiber. Und das bedeutet, ich will dich preisen, denn furchterregend bist du. Ja? Und das bedeutet, er hat statt Noraot, das ist das Wort, das Sie hier oben sehen, einfach ein paar Buchstaben verändert, gar nicht sehr viel in den Text eingreifen müssen und hat daraus Noraata gemacht. Statt in furchterregender Weise macht er daraus, du bist furchterregend. Und das zeigt jetzt mir, dass schon sehr, sehr früh ein Schreiber dieses Textes mit diesem fürchterlich in diesem Kontext ein Problem hatte, so dass er den Text hier verändert hat. Ganz kurz noch etwas zu der Handschrift von, aus der 11. Höhle von Qumran. Das ist eine sehr eigenartige Handschrift, in, was darin begründet liegt, dass wir hier eine ganz, ganz merkwürdige Reihenfolge der Psalmen haben. Dass wir Psalmen haben, zum Beispiel den Psalm 154, der heute gar nicht mehr in unserer Bibel drinsteht. Dass wir hier den Psalm 155 haben. Dass wir einen Hymnus an den Schöpfer haben, hier in diesem Text. Dass wir einen längeren Abschnitt aus dem Buch Jesus Sirach haben, was in der hebräischen Bibel gar nicht kanonisch ist. Einen Vers aus 2 Samuel und so weiter und so fort. Und dann hier noch den Psalm 151a und 151b. Sie merken also, dieser Text ist geschrieben worden zu einer Zeit, als die kanonische Anzahl der Psalmen, der 150, wie wir sie heute haben, beziehungsweise 151 in der Septuaginta noch nicht feststand. Kurzes Beispiel, Gesenius und Couch in ihrer Grammatik haben das Ganze schon gewusst. Sie haben Noraot in furchtbarer Weise übersetzt. Also auch die konnten einfach zu gut Hebräisch, um sich hier um diesen Ausdruck herumzudrücken.
Und deswegen würde ich den Psalm heute so übersetzen: Ich danke dir, dass ich auf so ehrfurchterregende und wunderbare Weise gestaltet bin. Wunderbar sind deine Werke. Ich weiß es genau. Und ich denke, das ist jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort für meinen Vortrag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und sollten Sie noch weitere Details zu den Schriftrollen vom Toten Meer kennenlernen wollen, empfehle ich Ihnen meinen Blog auslegungssache.at, wo ich immer wieder dazu Dinge schreibe und auch übersetze. Und wenn Sie selber stöbern wollen in den Schriftrollen vom Toten Meer, deadseascrolls.org/il, il steht für Israel, dort finden Sie die von mir angesprochenen hochauflöslichen Aufnahmen. In diesem Sinne, danke für Ihre Geduld und ich wünsche Ihnen weiterhin noch eine schöne und spannende lange Nacht der Kirchen.